Ich heiße Stefan Andreia, bin 55 Jahre alt und bin hier in Aachen niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg. Ich war vor dem Training hier nicht ganz unfit, habe eigentlich immer Sport gemacht, viel gelaufen, viel Rad gefahren. Aber in der letzten Zeit, auch durch Corona bedingt, wollte ich noch mal was Neues probieren. Und durch einen Rat eines Kollegen bin ich dann hier gelandet. Also ich möchte auch im zunehmenden Lebensalter meine körperliche Fitness erhalten oder verbessern. Und deshalb habe ich den Ort hier aufgesucht. Mein Ziel war und ist es, meine körperliche Fitness zu erhalten, mich stetig zu verbessern, meine Kondition vielleicht zu verbessern, auch mit zunehmender oder fortschreitender Zeit die Schnelligkeit, Kraft und auch Ausdauer zumindest auf einem Level zu halten. Ich habe mir erhofft oder ich erhoffe mir, dass ich einen guten Trainer finde und den sicherlich mit Sifu Robin auch gefunden habe, der mich weiterbringt, der mich motiviert und der mich auch an meine Grenzen bringt. Ich habe eine ganze Menge erreicht. Zum einen bin ich sehr motiviert, auch einen Kampfsport auszuüben, insbesondere MMA. Das war mir bislang völlig unbekannt. Und Sifu Robin hat mich oder hat mir eine ganz neue Seite auch dieses Sports gezeigt, wo ich gelernt habe, dass es auf Schnelligkeit, auf Kraft ankommt, auf Ausdauer, aber dass sich auch bei MMA sehr, sehr viel im Kopf abspielt und dass man sehr, sehr viele Techniken lernen muss, die man, sagen wir mal, im Kampf dann auch anwenden kann. Das Training ist sehr intensiv. Sifu Robin verlangt mir sehr, sehr viel ab. Es macht sehr, sehr viel Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Und man lacht sehr viel, man unterhält sich, man erzählt sich auch Geschichten, jetzt speziell über MMA. Man schaut sich auch hier und da zusammen Videos an. Also das ist ein sehr kompaktes Training, was sehr umfangreich und umfassend ist. Besonders überrascht hat mich A, die Freundlichkeit. Ich kann sehr viel lachen mit Sifu Robin, zum anderen aber auch das intensive Training. Auch das Training auf einem gleichmäßigen, auch ebenbürtigen Level abläuft, dass man nicht denkt, der Sifu kann alles, ich kann nichts. Und das spürt man vielleicht auch, das ist nicht so. Man arbeitet auf einem gleichen Level und arbeitet sich immer weiter nach vorne und nach oben. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man durch das Training eine körperliche und auch mentale Stärke erreicht, die einem auch die Möglichkeit und das Gefühl gibt, dass man sich selbst verteidigen kann. Ich habe mich für Third Line entschieden, weil mir ein Kollege den Rat gegeben hat, der hier auch trainiert, und aus dem Grund